Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Wir sind zurzeit auf dem Weg ins Sumpflager, würden allerdings jetzt nochmal ganz kurz da hinten entlang latschen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht Neuigkeiten zu der Nebenquest mit Ice Dancer kommen. Also vielleicht passiert da irgendwas, vielleicht ist er gestorben, der Wolf hat ihn gefressen. Was weiß ich, was da alles sein könnte. Und wir sind kurz vor dem Level-Up, das wollen wir theoretisch auch mitnehmen noch auf dem Weg zum Sumpflager, wenn wir hier noch ein bisschen rumstreunern und ein bisschen was kaputt schlagen. Da könnte man das ja eventuell auch noch hinbekommen. Auch wenn hier jetzt gerade relativ wenig los ist. Aha, dahin ist der obligatorische Scavenger, der immer da ist. Der wird natürlich direkt geschlachtet. Ansonsten haben wir noch ein paar Nebenquests und auch Hauptquests, die uns wieder in unser gutes altes Sumpflager zurückführen. Aber da wir einen Kapitelwechsel hatten, wäre es schon sinnvoll, nicht unbedingt jetzt direkt die ganze Zeit die Teleportruhen zu nutzen. Auch wenn ich glaube, dass sich nicht wirklich viel geändert hat an der Spielwelt an sich, ne? Also das sind quasi so Standard-Spawns, die auch schon bei den letzten Kapitelwechseln so eingetreten sind. Und tatsächlich, da liegt der Wolf tot. Er hat eine alte Münze dabei. Der Wolf von Ice Dancer ist tatsächlich gestorben, aber von Ice Dancer ist keine Spur. Es könnte sein, dass er vielleicht wieder zurückgegangen ist zum Sumpflager jetzt und dann die Quest abgeschlossen wird. Na, auf jeden Fall, sein Haustier hat es nicht geschafft. Wir haben logischerweise jetzt keinen Tagebucheintrag hierfür bekommen. Also so hochwertig schätze ich die Mod dann auch nicht ein. Also das ist wirklich ein Ausnahme-Indiz, ne? Dass dann quasi ein Tagebucheintrag automatisch, wenn du dann die Gegend anvisierst, da in der Nähe dann bist, dann schon ein Tagebucheintrag kommt. Und jetzt habe ich mich hier vielleicht ein bisschen übernommen. Ne, habe ich nicht. Okay. Ja, das ist unser Level-Up. Ne? Wo bin ich bei 3 Orkunden? Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal hier auch 3 waren. Da könnte sein, dass sich hier vielleicht doch wirklich was am Kapitel getan hat und dann hier, ne, 3 Orkunde statt einem Orkunde und 2 Wölfen auftauchen. Ansonsten hier drin ist nichts nachgespawnt, ne, an irgendwelchen Gegnerschaften. Bin ich ja immer noch etwas irritiert von dieser Pyramide. Ich glaube nämlich, irgendwie müsste man hier doch bestimmt rein können. Ich könnte ja auch mal ganz kurz... Ah, hier liegt noch das. Oh mein Gott, wirklich? Wirklich? Wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, dass hier irgendwo eine dritte Tafel sein müsste? Wirklich? Im Ernst? Die lag hier einfach oben, direkt neben dem Eingang. Ich breche zusammen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die anderen beiden haben wir allerdings schon abgegeben, meine ich, ne? Ne, die haben wir auch noch hier. Zerbrochen, zerbrochen, zerbrochen. Jetzt haben wir 3 Teile. 3 Teile klingt immer gut, ne? 3? Warum ist hier eigentlich irgendwie so Lichteffekte? Ganz komisch. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Da liegt die dritte zerbrochene Steintafel einfach hier rum. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass hier irgendwas geht. Aber ich denke, wir müssen dennoch die Tafeln zu dem anderen hier zum Kumar bringen. Mensch, ich bin sprachlos. Also ich kann es wirklich gar nicht in Worte fassen, wie blöd es ist, dass hier oben direkt neben dem Eingang die dritte Steintafel, die ich ja schon vermutet hatte, oder dass es zumindest mal eine dritte gibt, dass die einfach direkt vorm Eingang ist. Warum kann ich ja nicht drüber klettern? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, das haut mich gerade um. Das haut mich wirklich um. Jetzt ist die einfach da oben neben dem Eingang gewesen. Jetzt wird's interessant. Vielleicht kann ja irgendwie der Kuma uns dann da eine Tafel draus machen und dann können wir die irgendwo einsetzen und dann geht da endlich die Pyramide auf. Das hatte ich ja schon länger vermutet, dass das sein könnte. Eine der wenigen letzten Geheimnisse dieser Mod, also was jetzt zum Beispiel wenigstens die Standardwelt angeht. Die Hauptquest birgt bestimmt noch das ein oder andere Geheimnis.
Gerade weil wir auch die Story noch nicht vollends kennen, wie denn auch, wir sind ja noch mittendrin. Aber ich meine jetzt so Dinge wie, ne, diese Pyramide, die da einfach so steht, kommentarlos. Dann gibt es noch eine abgeschlossene Truhe bei Cerberus in der Bude. Ne? Es gibt noch so ein paar Dinge, die müssen doch eigentlich, ne, da müsste ein bisschen irgendwie, ein bisschen Kontext her, damit man da wieder versteht, um was es da geht. So, also die drei Orkunde muss jetzt auf jeden Fall das Level Up beschafft. Und damit haben wir 36 Lernpunkte. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll, die einfach in Stärke zu trümmern? Oder sollten wir gucken, was bei Zweihand alles geht? Wir können ja mal auch testweise alles in Zweihand reinbuttern, gucken, wie viel wir dann haben. Und ob wir da bei dem anderen Typ dann vielleicht diesen weiteren Kampfstil erlernen können. Und ob der sich überhaupt rentiert. Denn die beste Waffe, die wir zurzeit besitzen, ist auch die, die wir tragen. Also Einhänder und Zweihänder mit eingeschlossen. Das ist einfach. Aber wobei, nee. Gut, fairerweise ist Runenschwert, aber das. Nee, rentiert sich nicht. Wie ist das jetzt überhaupt genau bei Einhand? Wir haben 10 durchs Schwert. Wir haben 5 durch den Ring. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und wir könnten noch 5 durch hier die südländische Verteidigung hinzuziehen. Hätten wir zum jetzigen Zeitpunkt 85, wenn wir das Schwert wechseln würden, 75 ist auch noch in Ordnung. Aber ich glaube, wir können im Prinzip damit abschließen, dass wir Einhand an sich nicht mehr brauchen. Also man könnte zwar noch, aber da braucht man ja wirklich einen ganz schlechten Tag, dass man da dann selten Volltreffer erzielt. Das wäre wirklich nicht unmöglich. Der Gott der Statistik, der kann mich sowieso nicht ausstehen, aber ne, so bei so Sachen ab 60% Einhand, ne, auch wenn man dann die Meister-Animationen im Kampf ausführen kann, das ist dann schon irgendwie ein Segen, das ist schon eine gute Verbesserung. So, jetzt stehen da vorne natürlich direkt Typenformen vom Lager, weil sich natürlich auch hauptquesttechnisch was tut. Dann schauen wir mal, was sich tut. Ah, guck mal hier, der Drecksschwarm ist wieder da. Egal, Jungs, was gibt's? Guarago und Guanapal, die kenne ich gar nicht. Jungs, ihr entschuldigt. Steck die Waffe weg. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit erregen. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit erregen. Gibt's Neuigkeiten? Ich wünschte, es wäre so. Leider nein. Gorago und ich haben die Kolonie durchstreift. Kein Zeichen vom Erleuchteten, nicht einmal ein Hinweis. Wir müssen es Gorluman sagen. Er wird hoffnungsvoll auf uns warten. Und doch haben wir keine Neuigkeiten von Ifishor. Das verstehe ich, Gorluman verdient es, aber die Wahrheit zu erfahren, ne? Ja, das steht nicht zur Debatte. Doch die schlechten Nachrichten werden ihn sicher schwer treffen. Ja, was werdet ihr nun machen? Wir geben nicht auf. Wir suchen weiter nach dem Erleuchteten. So, damit läuft der davon und ja, das ist dann Standard-Talk. Und Guarago, kann man auch nochmal fragen, was gibt's Neues? Leider nichts von Bedeutung. Sprich mit Gornapal. Okay, ja, das ist natürlich jetzt wieder. Das passt natürlich jetzt wieder alles zusammen. Scheißwetter. Ja, ist wirklich scheiße, oder? Gornakan steht hier rum, hat nichts Neues zu erzählen. Wo ist denn der Kumar? Ist der da am Trainieren? Ja, warte. Steck endlich die Jo, Scheißwaffe jetzt reg dich doch ins ab. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles in Ordnung. Hier Hey. steht nur Novize rum. Da gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Du sprichst mich an. Welche Ehre. Okay, der ist keine Hilfe. Wo ist denn der Gorkumar? Es wäre jetzt tragisch, wenn der verschwunden wäre. Oder tot. Hey. Jetzt, wo wir die dritte Steintafel gefunden haben, das wäre mir wirklich ein Trauerfall. Wir wissen ja nicht, was sich jetzt in diesem Kapitel alles getan hat. Oder noch tun wird. So, Gornabar. Auch nichts Neues zu erzählen. Und unser ehemaliger Mentor hier, der Baal Volos, ist auch nicht zu Hause.
Wie war das? War das hier überhaupt? Das war doch Gor. War das Gorkumars Hütte? Ja, müsste es gewesen sein, ne? Doch, doch. Gut, der ist aber nicht zu Hause. Ich überlege nur gerade, wo der sein könnte. Ich weiß gar nicht, wo der sonst sich so rumtreibt. Ansonsten, hier, ach genau, mit Gorluman haben wir ja erst gefaselt. Das ist ja quasi auch so eine Art Nebenhalbhauptquest. Ansonsten keinen Bescheid geben. Und führungslos wird sich wohl dann demnächst fortsetzen. So, hier irgendwas Hey! Neues. Nein, über die Gilden brauche ich nichts wissen. Glaub mir, da bin ich schon durch. So, Vasilis, hier irgendwas Hey! Neues. Nö. Aber Nicht vielleicht ist ja wirklich. hier Korkorot jetzt hier irgendwie wieder ein bisschen bei Sinnen oder genesen oder sonst was. Aha. Ja, weiß der Bruderschaft größte Ehre, junger Templer. Danke, Baliordas. Was kann ich für euch tun? Nanu, wie kommst du drauf, dass ich einen Dienst von dir verlange, Bruder? Ja, bisher habt ihr immer, egal wie lange ich zuvor gesprochen habe, wie lange wir zusammen gesprochen haben, eine Aufgabe. Alec und dieser Dieb waren Lappalien. Aufgaben konnte man dieses Klein-Klein kaum nennen. Aber warum ich dich eigentlich bitten wollte? Ja, hat Tragweite. Gemeinschaftliche Tragweite, jawohl. Nicht weniger als die Lebensumstände aller eifrigen Brüder gedenke ich zu verbessern. Wetten, ich muss jetzt in die Bergfestung. Was plant ihr für eine große Sache? Ich gedenke, das Kleinste im Größten zu bekämpfen. Gab es schon mal eine Nacht, in der du nicht von kleinen Rüsseln durchbohrt aufschrecktest? Wohl kaum. Und hör auf, so zu grinsen, als ob dir ungefällige Dinge durch den Kopf gehen. Diese dauersummenden Mücken sind die einzigen Biester, vor denen uns die Templer nicht schützen können. Darum habe ich, Balior, des Bofetos Schläfers, entschieden, dieser Geisel ein Ende zu machen. Ihr wollt die Mücken aus der Botschaft vertreiben. Das wäre wirklich ein Dienst, für den jeder euch dankend vor die Füße fallen würde. Natürlich würde jeder. Das Wohl der Brüder liegt mir stärkstens am Herzen. Und mit deiner Hilfe, frischer Nandagoa, könnte es sogar gelingen. Was ist mit Korkorot? Was soll ich tun? Siehst du diese Tinktur? Auf Mücken wirkt sie magisch anziehend. Aber haben sie einmal zu viel dieses Duftes in sich aufgesogen, fallen sie vom Himmel wie tanzende Schneeflocken. Du musst zu Beginn einiger dieser Tinkturen herstellen. 5 Flaschen sollten genügen. Ja, wie stelle ich diese Tinktur her? Du brauchst das Sekret aus den Zangen der Minecrawler. Dazu eine Trollkirsche. Oh, jetzt habe ich das letzte über. Blut, okay. Ja, wie komme ich an das Sekret? Du kannst natürlich Zangen dieser Monstren aufbrechen oder Nyras fragen, ob er dieses Gift an dich verkauft. Wie komme ich an Trollkirschen? Wie der Name schon verrät, euer Ernst, sehen sie aus wie Kirschen. Sie sind grün und wachsen ausgesprochen selten. Sie mögen kein Licht, aber zu viel Schatten ist ihnen auch zuwider. Ausgesprochen anspruchsvoll, diese Pflanzen. Oh ja. Schau in dem großen Wald nach, der zwischen unserem Lager und dem der Erzbarone liegt. Ja, da war ich schon 100 Mal. Wie komme ich an Blut, ohne dass ich jemanden zusammenprügeln muss? Ein Opfer für die Gemeinschaft muss erbracht werden. Ich. Ja. Nun, und nicht die Schlagader, sonst. Euer Sorge ist rührend. So, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich dieses Rasiermesser benutzen. Meine Meinung kennst du ja Wo ist es denn? Da ist es doch. Genau. Haben wir jetzt auch irgendwo Blut? Ja, junges Jungfernblut ist es nicht. Also, ich meine, Minecrawler-Zangen haben wir auch genügend da, schätze ich mal. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo das Blut hin ist. Aber das Rasiermesser scheint verschwunden zu sein. Nee, da ist es doch noch. Können wir das nochmal benutzen? Meine Meinung kennst du ja schon. Machen wir das ein paar Mal. Verliert immer ein bisschen Leben, aber das ist ja kein Problem. Ich denke, man wird vielleicht oben bei den Tränken zu finden sein oder so. Ah, hier.
5 Flaschen Blut. Ich kann das nicht mehr. Alles hören. Klar, ansonsten Trollkirschen. Haben wir eine. Eine einzige. Und Minecrawler sagen, haben wir ein paar. Ist nur die Frage, können wir die jetzt irgendwie aufbrechen und dann kommt das Gift raus? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, Feldräuberzangen, da sind sie. Okay, kriegen wir direkt 5. Wir brechen trotzdem alle auf. Die bringen uns ja so auch nicht viel. Insofern ist es auch egal. So, gucken wir mal. Haben wir jetzt irgendwie einen Haufen Flaschen Gift dabei? Vielleicht genügt es ja. Wir haben 25 Mal Sekret. Unverarbeitet und giftig. Wir haben 5 Mal Blut. Und eine Trollkirsche. Das wird wahrscheinlich nicht genügen. Jetzt ist nur die Frage, können wir... Gut, jetzt ist der hier halt gerade das hier alles am Belegen. In schattigen Senken im großen Wald vor der Bruderschaft finden. Okay. Also, was brauchen wir jetzt? Ich soll 5 Tränke brauen. Deren Zutaten... Ja gut, wir brauchen 5 Trollkirschen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich hoffe, da sind welche gespawnt. Kann man nämlich sonst gar nicht zusammenreiben. Wo die alle sein sollten. Gut, auf deiner Seite den ganzen Waldboden habe ich jetzt auch nicht abgesucht. Korkrochot ist scheinbar immer noch irgendwie unbrauchbar. Dann lassen wir einfach da liegen. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen eh hoch zum Kain. Vielleicht können wir da nebenbei noch bei dem alchemitisch irgendwie in Anspruch nehmen und mal gucken, dass wir wenigstens einen dieser Tinkturen herstellen können. Gucken wir mal kurz vom Suite vorbei. Hey. Wo ist denn der? Ist gar nicht da. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ein neues Gesicht der Bruderschaft. Dich habe ich doch schon im alten Lager gesehen. Das ist der komische. Bin mitten am Meerberg gekommen. Du hast den richtigen Entschluss gefasst. Gefällt es dir besser in der Bruderschaft? Was wird das? Was wird was? Du redest so viel. Ich wollte mich eigentlich nur mal mit dir unterhalten. Komisch. Wer bist du eigentlich? Gornak. Moment mal, was machst du denn hier in unserer Schmiede? Arbeiten, sieht man doch. Ich habe hier nur einen anderen Bruder erwartet. Wo ist Sweet? Musst du Balorun fragen. Ich schmiede hier nur. In Zukunft kann ich also bei dir Waffen kaufen? Wenn du nicht so viel redest und Abstand hältst. Na, dann zeig mal her, was du hast. Gut. Nichts Neues, das Beste, was er hat, ist ein Morgenstern. Das ist quasi Rotz mit Ansage. Brauchen wir nicht. Hey! Ist halt sonderbar, dass der jetzt hier keine neuen wertvollen Gegenstände für uns hat. Der verkauft auch nur seine blöden Klingen, die er herstellt und neues baut und Bolzen. Ja gut, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Können wir ignorieren. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum Kain. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg auf Anhieb. Ah, das ist eine Alchemitische drin. Da könnte man ja mal ganz kurz... Was ist denn Experimente? Mückenvernichter. Okay, also einen haben wir schon mal hergestellt. Können wir mal gucken, wie viel Sekret das verbraucht. Vielleicht auch nur eins. Ja, nur eins. Dann habe ich unnötig viel hergestellt, aber egal. Ansonsten fehlen uns die Trollkirschen. Die müssen wir halt aktiv suchen, aber die müssen dann in dem Wald sein. Das war ja wirklich, wenn der das sagt, dass die da sind, dann müssen die da sein. Mückentod heißt der Trank. Okay, dann wissen wir aber auf jeden Fall schon mal, wie wir das dann angehen müssen. Muss ich nur hoffen, dass ich da... Ich will ja auch... Also zu Cor Elvado müssen wir ja sowieso auch für die Hauptquest. Aber dann will ich jetzt erstmal ein bisschen aus dem Weg gehen. Da unten ist Balorun, da gucken wir auch mal vorbei, denn ich würde gerne wissen, was mit dem Sweet ist, wenn der jetzt irgendwie degradiert wurde oder sonst was. Da muss das ja auch einen Grund haben. Ich bin ganz deiner Meinung. Und das müssen wir auch noch rausfinden, vollkommen klar. So, das sollte doch hier der direkteste Weg sein, ne? Ich glaube schon. Müsste. Genau, doch, da kommen wir direkt hin. Oh.
nicht zwischen den Balken verfangen, das könnte böse enden. Gornatrak steht hier außen rum. Ganz belanglos. So. Warum ist hier Nyras? Wo ist kein? Ich flipp aus. Wo sind denn hier alle hin? Wenn der jetzt auch degradiert wurde oder gestorben ist, flipp ich wirklich aus. Magische Tränke? Nee, ich brauche eigentlich keine magischen Tränke. Geh weg. Wo ist denn jetzt kein schon wieder? Ich. Also. Die wollen hier aber auch, dass ich den Verstand verliere. Ich meine, die Quest mit Kain, die hatten wir jetzt ja, konnten wir auch erst in diesem Kapitel erlangen. Das heißt, der muss irgendwo sein. Also der wird jetzt nicht gestorben sein oder verschwunden sein. Vielleicht ist er auch nur gerade nicht vor Ort. Ah ja, sprich mich einfach an. Du solltest dir Teleportruhen zulegen. Was? Du rennst hier durch das Lager wie ein untoter Dienstjunge. Ein bisschen Würde könntet ihr Bruderschaftler schon zeigen. Was willst du von mir, Tob? Ich will etwas wollen. Komm schon, ich bin jetzt schon einige Zeit hier in der Kolonie. Ja? Ich merke sowas. Du sprichst mich doch nicht an, weil du dir Sorgen um meine Würde machst. Also raus mit der Sprache. Vielleicht haben sie dir doch nicht völlig das Hirn zerknetet. Ich brauche dich für eine simple Transaktion. Trans was? Wir Schwarzmagier sind auf der Suche nach einem alten Buch. Es ist unerlässlich für unseren Ausbruchsplan. Was ist das für ein Buch? Ein alter Almanach. Er behandelt die Natur magischer Artefakte. Warum holst du es dir dann nicht einfach selbst? Das Buch befindet sich im schmierigen Besitz dieser Feuermagier. Ja, genau so würden mich diese Pfaffen auch anstarren. Deswegen fordere ich es von dir. Habt ihr kein Vertrauen in unser Ziel? Im Interesse unserer Handelsbeziehung werde ich schweigen. Naja, das klingt nach einer Aufgabe für mich. Gut, du brauchst natürlich einen entsprechenden Gegenwert. Und was ist das nun für ein Wälzer? Ein Almanach der Besessenheit. Glaubst du nicht, der könnte denen ein klein wenig verdächtig erscheinen? Vor allem wird es ihre Seelen vergiften, wenn sie zu lange darin herumblättern. Bist du scharf auf den Almanach über Artefakte oder bin ich eine Art Attentäter? Vielleicht beides. Dein Lohn wird entsprechend ausfallen, sei dir gewiss. Was sagen wir jetzt? Also mit der Ware mache ich das nicht. Dann gib mir dieses teuflische Machwerk sofort wieder zurück. Hier, tausch diese 5 Runensteine gegen den Almanach. Falls die Pfaffen mehr wollen, wirst du selbst drauflegen müssen. Jo, mal sehen, was ich tun kann. Ich warte voller Ungeduld. Interessant auch der Questname, ein Pakt mit dem Tob. Das heißt, wir haben hier tatsächlich noch ein paar Nebenquests finden können. Ja, also das mit dem Almanach, ich meine, das mit den Runensteinen wird wahrscheinlich das moralisch Bessere gewesen sein. Mal schauen, wie sich das alles ergeben wird. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.